Herzlich willkommen, добро пожаловать в Jagdfieber. Ich begrüße meinen heutigen Studiogast, unsere Nummer 35, Konstantin Tino Ekropoulo. Hallo Tino. Hallo. Nach so einem Spiel, vorweg gesagt, 33 zu 32 gewonnen gegen einen feststehenden Absteiger, da fehlen einem so ein bisschen die Worte. Ah, nicht so viel Sache. War ein toughes Spiel und schade, Dani hat keine Chance zu helfen zu meiner Mannschaft heute. War ein toughes Game. Du wirst uns nächste Saison nicht mehr helfen, du wechselst nach Kopenhagen. Was war der entscheidende Grund, nach Kopenhagen zu gehen? Ja, als Sportseite Champions League, natürlich. Als Levelseite ist immer etwas neu und ich denke für meine Familie, eine kleine Stadt als Golding ist jetzt die Beste, was es möglich zu haben. Und natürlich war ein gutes Angebot von Kopenhagen gekommen und die Leute da. Ich würde nicht sagen früher, aber also ein diese Feeling am einfach. Du hast dann ist richtig gute Leute und sie warten für mich da. So richtig gut war unser Spiel heute nicht, aber lass uns gar nicht so viel drüber reden. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Hier ist der Spielbericht Füchse Berlin gegen die SG BBM Bietigheim. Zweifelsohne aus Berliner Sicht ist das Beste am Spiel gegen den Tabellenletzten und schon feststehenden Absteiger aus Bietigheim das Ergebnis. Hauchdünn gewinnen die Spieler von Trainer Dago Sigurdsson den Vergleich gegen das Team aus Baden-Württemberg. Auch weil mit Peter Nenadic am Ende einer die Nerven von der 7-Meter-Linie behält. Ja, ich glaube, ja, muss man so sagen, dass wir mit einem noch gewonnen haben. Die zwei Punkte hier bleiben, das ist das Wichtigste. Es war echt richtig, richtig schlecht von uns, vor allem in der Abwehr. Und da müssen wir uns in den nächsten Wochen dann auf jeden Fall noch steigern. Die Partie, die für die Füchse als Wahrmacher für das DAB-Pokal-Final vordienen soll, beginnt mit Offensivpower der Gäste, die kompromisslos aus dem Rückraum treffen. Berlins ersten Treffer erzielt Paul Drucks. Und doch, der Tabellenletzte wirkt in dieser Phase gedanklich frischer. Er kämpft sich auch immer wieder die zweiten Bälle und kann dadurch in der gesamten Partie immer wieder Treffer erzielen. Beim noch amtierenden DAB-Pokalsieger sind immer wieder die Lösungswege von Kapitän Ica Romero zielführend. Am Ende ist der scheidende Spanier auch Berlins bester Werfer mit 7 Treffern. Filigran wird es aus Berliner Sicht seltener. Das Tor von Frederik Petersen ist dahingehend eine Ausnahme. Schwung bringt die Hereinnahme von Kreisläufer Evgeni Pefnov, der sich gleich mit 2 aufeinanderfolgenden Treffern einführen kann. Die Füchse führen mit 6:4. In der Folgezeit erspielen sich die Schützlinge von Trainer Dago Sigurdsson eine 4-Tore-Führung, doch diese schmilzt bis zur Halbzeitpause. Zwar findet Ica Romero zumeist doch noch immer einen Weg durch die Deckung, doch die Gäste können mit dem Pausenpfiff noch bis auf einen Treffer herankommen. Ja, ich glaube, wir kamen irgendwie zu keinem Zeitpunkt irgendwie in eine aggressive Abwehr und das war dann der Fehler. Ja, natürlich, die kriegen dann zum Schluss auch noch Bälle zurück, die sie genau in die Arme kriegen, aber mein Gott, das ist Handball, das gehört auch dazu. Manchmal kriegen wir sie, jetzt haben sie bekommen und ja, es war einfach unser Fehler. Die zweite Hälfte beginnt durchaus freundlicher. Fabian Wiede und Pavel Horak blocken gemeinsam den Wurf von Robin Haller und endlich läuft einmal der Tempo-Gegenstoß, der von Matthias Sachisson vollendet wird. Auch Fabian Wiedes fulminanter Wurf in den Winkel macht Lust und Hoffnung auf mehr. Doch die Gäste finden immer wieder einen Weg durch die Berliner Deckung. Bei den Berlinern sorgt die Hereinnahme von Peter Nenadic für neue Unausrechenbarkeit in einer Phase, in der das Spiel auf der Messerschneide steht. Kann der Serbe immer wieder wichtige Treffer erzielen. Bietigheim kämpft weiter und bleibt auf Augenhöhe, auch weil der Tabellenletzte in dieser Phase weiterhin hellwach ist. Peter Nenadics Siegtreffer zum 33:32 ist der Schlusspunkt eines glücklichen Berliner Sieges.
der nimmt sich dann die Situation und hat dann auch die Nerven. Und ja, das sind so Würfe, die sieht der Torhüter, ist ganz schwer. Und die sind wirklich, auch wenn sie nicht so hart aussehen, extrem schwer zu halten. Zwei Punkte bleiben am Ende in der Hauptstadt. Und im Hinblick auf das DHB-Pokal-Halbfinale gegen Magdeburg bleibt die Hoffnung, dass die Generalprobe ja immer irgendwie mit Makeln behaftet sein soll. So kurz nach dem Spiel, du kommst gerade aus der Kabine. Ganz ehrlich, was hat euer Trainer in der Kabine jetzt gesagt? Was passiert in der Kabine, bleibt in der Kabine. Das ist die erste Regel in jeder Mannschaft. Und jetzt kommt Nationalmannschaften Zeit. So. Jetzt ist ein bisschen Pause mit Club, aber nicht sehr interessant. Interessant bleibt in der Kabine. Sorry, das ich kann nicht sagen. Wir denken uns unseren Teil. Ich könnte mir vorstellen, das ein oder andere Wort ist gefallen. Liegt es daran, dass der Gegner heute so stark war? Habt ihr sie unterschätzt? Was war deiner Meinung nach der Hauptgrund, dass das ein Spiel gegen einen feststehenden Absteiger so eine enge Kiste wird, was in der letzten Sekunde im Endeffekt erst entschieden wird? Immer gut, wenn du hast gewinnen ein Spiel, ja. Und wir können sagen, ja, das ist eine der letzten Mannschaften in der Bundesliga, Wittenheim. Aber mit ganz Respekt, heute, ich denke, war nicht so einfach bei unserer Seite, ich meine. Vielleicht lange Pause, vielleicht, aber weißt du, wenn du spielst nicht so gut, egal was du sagst nach Spiel, ist looks like, weißt du, ein Grund. Darum. Ist danke Gott, dann wir hat heute gewinnen und alles Gute, alles. Das vergessen und nach vorne. Wir haben sehr interessant Future in ein paar Wochen, so wir müssen konzentrieren da und ich kann nur sagen, das ist gut, dass wir heute gewinnen. So ein Spiel in der letzten Sekunde zu gewinnen, ist natürlich für die Moral auch nochmal so ein kleiner Pluspunkt. Pluspunkte müssen wir auch sammeln. Zum einen, weil wir natürlich in der DKW-Bundesliga die Punkte brauchen, um nächstes Jahr wieder international zu starten. Aber jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. 9. und 10. Mai geht es nach Hamburg zum Final Four, zum Rewe-Final Four. Dann direkt eine Woche später spielen wir zu Hause den nächsten Knüller, das ERF-Finalturnier. Heute zugelost worden, das Halbfinale gegen Goronje Velenje. Das zweite Halbfinale heißt dann HSV Hamburg gegen Skjern, die wir hier zu Hause geschlagen haben. Aber auch HSV Hamburg haben wir zu Hause geschlagen. Wir wollen natürlich diesmal versuchen, das Halbfinale zu gewinnen, ins Finale zu kommen und dann den Cup zu holen, oder? Ja, natürlich ist, wenn du sagst so, ist so einfach als Mathematik. Aber normalerweise, du musst erstes Spiel gewinnen und ich denke, in jedem Final Four in Hamburg als in Berlin, alle Mannschaften ist gute Mannschaften und du musst kämpfen. Wie manchmal, wir haben gute Final Four gemacht in den letzten Jahren in Hamburg, aber auch wir haben verloren im Halbfinale in EHF Final Four hier in Berlin. Das wir muss diese Jahre machen nicht, dass wir muss wie heißt das, dass wir muss natürlich besser machen zu Hause. Aber erste ist, ich sage immer Schritte bei Schritte. So erste kommt Hamburg, da wir muss kämpfen ohne Ende und dann wir sprechen über die Final Four in Berlin. Aber natürlich erste ist Hamburg und nicht Final Four ist ein Spiel. Semifinal. So, das ist erst nächste Schritte und dann wir sprechen über die Final vielleicht oder über die Final Four in Berlin. Wir haben das ja schon einmal hervorragend gelöst, nämlich letztes Jahr, da war ich selber mit dabei, war ein geiles Feeling. Wir haben gewonnen im Finale gegen die SG Flensburg-Hamburg. Handewitt, und du hast ein geniales Tor im Unterarmwurf gemacht, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich glaube, das gehört mit Sicherheit auch für dich zu einem der schönsten Gefühlen, was noch alles so in deinem Leben in Berlin passiert ist oder auch gerade noch passiert, das sehen wir jetzt. Konstantin Dino Ekopulo. Auch mit 30 kehrt Tino noch immer gerne in sein Berliner Lieblingsrestaurant in der Windscheidstraße 14 in Charlottenburg ein. Generell hat sich nicht viel verändert seit seinem zurückliegenden runden Geburtstag. Ich kann sagen, das ist ein großes Datum, aber auch ist nicht mein Style zu machen Punkte in meinem Leben. So, Leben ist
geht so, mein Level geht auf. So 30, 31 und nach vorne ist gute Feeling. Ich bin hier, ich bin als 20. Das ist ein Geschenkwein. Ein Geschenkwein für sein Lieblingsrestaurant. Der stolze Vater erhielt zu seinem letzten Geburtstag allerdings auch ein ganz besonderes Geschenk. Also bei Geburtstag, ich habe ein neues Feeling gehabt. So, wenn meine Tochter zusammen natürlich mit meiner Frau hat das erste Mal frühe Morgen mir ein Geschenk gegeben. Das war für mich etwas neu und das war sehr cool. Natürlich gibt es jeden Tag etwas neu, aber das bleibt in meinem Kopf für lange, lange Zeit. Выпуская мяч из рук, бросаемся в нелегкий бой, болея мечтой, мы жизнь зовем игрой. Финт, лок. Und auch einen weiteren Traum konnte sich der familiär schon immer stark musikalisch geprägte Konstantini Grupulu nun endlich erfüllen. Obwohl seine Verweildauer auf der Musikschule eher kurz gewesen ist, gelang es ihm nun, nach rund anderthalb Jahren einen ersten musikalischen Geniestreich zu setzen. Nur vor zu haben, einen Punkt in meinem Memory. Ich denke, ich finde das gut, dass es mein Leben geht so und so. Also vielleicht in 10 Jahren, ich kann sagen, das ist kacke Musik. Oder ich sage, oh, das war gut. Ob es einen weiteren Song und gar ein ganzes Album geben wird, ist derzeit offen. Fest steht, dass der Pokalsieg im vergangenen Jahr mit den Füchsen ein wichtiger Meilenstein in der Karriere des Rückraumshooters bleiben wird. Meine ersten Worte war, dann ich komme zu einem neuen Projekt. Und das war richtig interessant. Und wenn du gewinnst einen Titel mit einer neuen Mannschaft, dann du bist für immer in History. Erster Titel auf Füchse Berlin, hier ist. Bei den Füchsen hat Konstantini Grupulu eine wichtige Epoche mitgeprägt. Ob er nach seiner Karriere noch einmal nach Berlin zurückkommen möchte, ist derzeit offen. Fest steht unterdessen, dass sich Tino mit einem Titel verabschieden will. Unser Tino, ein stylischer Typ, hat ein nettes Restaurant in Berlin und hat vor allen Dingen einen Wunsch, er möchte mit den Füchsen einen Titel gewinnen. Und Tino, nutze die große Bühne hier bei Jagdfieber, sag den Fans genau jetzt, warum das so wichtig ist, dass sie beim Finalturnier hier in die Halle kommen. So, ich ganz einfach, wir brauchen Vibration hier in Max-Schmeling-Halle und natürlich in Hamburg. Es ist nicht so einfach zu machen da, dann ist nicht die ganze Halle. Aber hier, wir müssen machen unsere Heim-Final volle Pulle. Das wir brauchen sicher. Und ich denke, diese Konnektion zwischen Spieler und Leute auf der Tribüne muss funktionieren zu Hause. Vielen, vielen lieben Dank, unsere 35, Konstantin Tino Grupulu. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück und ein erfolgreiches Wochenende in Hamburg. Wir sehen uns alle wieder 16. 17. dabei hier zum EHF-Finalturnier in Berlin.